Es geht weiter, stets heiter, zurück bei Legend of the Tears of the Kingdom. Wir sind hier beim Stall des Waldes und ich habe mir so überlegt, dass ich jetzt eigentlich nochmal irgendwie ein, zwei Schreine abgeben möchte. Wir haben hier noch ein paar markierte, die beiden zum Beispiel. Die können wir eigentlich noch machen und dass wir dann zum Spähpost zurückkehren. Hier. Um noch ein paar Dinge zu erledigen. Aber ich dachte mir jetzt gerade so, warum jetzt eigentlich nicht doch... Naja, die Quest hier um die große Fee machen. Weil die große Fee, wenn wir richtig erinnern, an Breath of the Wild, dann kann die ja unsere Ausrüstung, also sprich unsere Klamotten, die Rüstungen upgraden. Also sprich stärker machen, das wäre eigentlich schon ganz geil. So, bevor es soweit ist aber, wenn wir schon im Thema Ausrüstungen sind, ich würde gerne ein paar Amiibos einscannen. Moment, ganz kurz. Wir müssen nochmal ein paar vorbereiten hier. Und zwar haben wir uns überlegt, wir hatten das letzte Mal... Ich muss mich immer so weit wegstellen. So. Wir haben das letzte Mal alle Amiibos getestet, die ich so hatte. Und dann haben wir auch die Recken-Amiibos. Oder auch die von Zelda und Ganondorf aus Super Smash Bros. Die haben nicht mehr so viel einbringen wie auch schon. Ich würde jetzt daher eher lieber erstmal meine Link-Amiibos einscannen für die ganzen Rüstungen. Also Kleidungssets. Ritterschild ist generell ja auch nicht schlecht, da haben wir jetzt auch nicht irgendwie aus Acht lassen. Aber eben, das war jetzt der, oder war es der aus Skyward Sword? Ja. Erwarte ich ja eigentlich ein bisschen etwas anderes, wa? Aber hey, shit happens. Krass, dass ein Ritterschild stärker als ein Leuenschild ist. Andererseits ja auch gut. Also warte mal, ihr wollt ja verbrennen, wa? Nein, falsch. Ansonsten könnte ich eigentlich, wenn ich schon im Thema war, ein Ritterschild trotzdem ausrüsten, weil es ist jetzt eigentlich nicht unbedingt in-game, sondern naja, auch nicht DLC, halt Amiibo. Also können zumindest relativ schnell wieder loswerden. Immerhin schön geröstet. Ja, der Amiibo hat nicht viel gebracht, was bringt mir der auch so Queen of Time? Die Zeithose wäre cool. Was gemeint habe ich ja schon. Ein Soldaten, zwei Händer. Hatten wir doch auch, wenn man sich täuscht. Okay, auch nichts Besonderes. Dann kommen wir zum Majora's Mask, Link. Cool wäre irgendwie so ein Set von der grimmigen Gottheit. Ein Ritterschwert. Oh mein Gott, meine Güte. Ja, vielleicht muss ich die Amiibos künftig auch offscreen einscannen. Wobei, eigentlich nicht. Die muss einfach halt täglich das Spiel starten, ne? Weil der täglich die Amiibos nur einmal einscannen kann. Eine Frostmelone für die Wüstenhitze, sehr gut. Das Schattengewand! Trevor Prince lässt grüßen, Freunde! Der ist auch ein bisschen schattiger, aber. Der Held, der gegen den Schatten kämpft, soll es getragen haben. Der Held, der so die Zeitreise soll es getragen haben, ja, ja. Jo, passt aber. Cool. Kommen wir zum Link. Ah ne, warte mal, das war der Super Smash Bros. Link, Entschuldigung. Beim ersten Mal bekamen wir Epona. Da passt's. Jetzt ist. Entschuldigung, lieber Fischchen. Jetzt haben wir den Wind Waker Maxi Barsch, okay. Der Wind Waker Link. Ein Ritter. Ritterschwert, normales. Ein Herz weniger bleibt, ja. Die würde ich gerne noch behalten hier, die Rotdinger. Ich glaube, langsam aber sicher würde ich mal das Ding ablegen. So. Die Schilde noch. Die Bögen auch. So, wir machen uns, wa? Oh. Fisch vergessen. So. Also, immerhin kann man sagen. Kann man in ein Ritterschwert. Notfallstärkung. Ja, komm, passt schon.
cooles Set eigentlich. Wie sieht es noch mit dem Bogen aus? Also auch Soldatenbogen passt also. Perfekt. Den helfen. Also, nehmen wir an, muss ich auch den Wagen reparieren. Und dann mit dem Pferd da die Karre hochziehen. Da haben wir auch überlegt, von wegen Wildpferd fangen, muss ich gar nicht, weil ich habe ja noch ein Pferd, was ich auf den Saumsattel so anlegen kann. So, unser guten Ringo, es ist zwar nicht Epona, aber geht dann nicht anders. Oh. Ja, könnte passen. Korrektur, es muss passen. So. Dann passt das so. Dann holen wir uns mal unser anderes Pferd knapp und geben Epona wieder ab. Zumindest vorerst. Weil bei Epona kann ich die Ausstellung nicht verändern, das ist leider so. Ja, er hat ja schon recht, Epona ist ja perfekt, so wie es ist. Ringo können Sie mal eine neue Frisur vertragen. Ausrüstung wechseln gerne. Ja, ich habe hier Pferdefreude, Sattel, Reisesattel, Geschirr. Weil Sattel ist eigentlich auch cool, wa? Oh. Oh. Pferdefreunde. Achso. Ja, passt das so. Mähne frisieren, ja, irgendwie mal ein bisschen was anderes, wa? Die Kurzmähne, genau. Langmähne rot, ja natürlich, ey. Aber habt ihr nicht mal normale Pferdefrisuren hier oder was? Nehm mal die, komm. Oh. 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 Hm. Ringo? Ah, hier bist du. So. Ich frage mich nur, ob das jetzt irgendwie falsch ist generell oder ob das trotzdem so klappt. Ich habe es noch nie verwendet. Um ehrlich zu sein. Nein, so klappt das nicht. Wow, ernsthaft? Ich gebe jetzt das Rad ab. Du hast wohl ein Rad ab, hey. Alter, leck mich. Nein, dann machen wir es anders. So. Ja, schon besser, aber der kann noch ein bisschen besser positioniert werden. Ich habe eh das Gefühl, so oder so sieht es irgendwie falsch aus. So. Wobei, scheint zu funktionieren, von dem her.
Ja, ich fahre euch. Ja, ja. Ja, ja. Der Vogeltyp kommt nicht mit, wa? Okay. Die ganzen Truhen, die hier rumliegen. Er ist halt leider ein bisschen Glückssache, ob diese Gewänder wirklich ausdroppen oder nicht. Aber seien wir ehrlich, ich habe immerhin von all den Dingen, die noch sind, schon mal 3 Stück hier. Der Rest kommt sicher auch noch. Wir haben es damals bei Breath of the Wild geschafft, er schafft es jetzt wieder. Es braucht halt seine Zeit. Vielen Dank, mal. Von hier aus können wir alles weiter übernehmen. Ah, jetzt können sie endlich laufen, oder was? Ja, die ist echt groß. Ja, ja. Oh, sieh nur, Violan, die große Fee zeigt sich. Ja, sie ist wirklich erhaben. Du hast es geschafft, Kollege, Mann. Ah, diese sanften Klänge konnten ich nicht widerstehen. Ich musste mich einfach zeigen. Was ich hier erblickte, unterscheidet sich sehr von Prinzessin Zeldas Schilderung. Sie sprachen einer Welt voller Miasma, die den Monstern anheimgefallen ist. Da beschloss ich, mich zu verstecken. Aber, da ich nun darüber nachdenke, bei dieser Prinzessin Zelda hatte ich ein äußerst merkwürdiges Gefühl. Sind sie echt an eine falsche Zelda unterwegs? So, wie beeilen wir einen Artikel darüber schreiben? Mach das. So, Kollege, damit sind nun 3 Gerüchte über Prinzessin Zelda auf den Grund gegangen. Es lohnt sich, einen Partner zu haben, Mann. Hier für dich, Nesthäkchen. Bin zur Rubine. Dankeschön. Oh. Wow. Er gibt mir 50, sind nur 20 für den Bonus. Aha. Sabau. Kanbei! Oder so. Kapellmeister, ich dachte immer, dass das Ensemble sich aufgelöst hat, weil alle meine Geige überdrüssig waren. Paplapap, paplapassissimo. Violan, deine Geige hat einen vorzüglichen Klang, der sogar das Herz einer großen Fee bewegen konnte. Ich glaube, ich habe jetzt etwas mehr Selbstbewusstsein, wenn ich meine Geige spiele. Auch die anderen großen Feen sollen sich in ihren Knospen verbergen. Ich will sie mit meiner Musik aufheitern, oder vielmehr mit unserer Musik. Ja, ja. Das ist eine ausgezeichnete Idee. Ich beginne hier mit die Neugründung des Ensembles Zügellose. Heisenberg, ich danke dir, dass du uns so weit gebracht hast. Doch wenn wir da vollständig sein, dann glaube ich fest. Ja, ja. Beeilen wir uns, um für die großen Feen zu spielen, die sich noch verborgen halten. Das heißt, ich muss in den anderen. Was bei den anderen Feinden, die ich gesehen habe, nicht so sehen, wie andere Musikinstrumente haben wollten. Ha. Meine Schwestern aufzumuntern, so hielt ich inne. Insgesamt sind wir zu viert. Oh. Und ich hörte, dass sich auch meine Schwestern ihre Knospen verbergen. Mia soll sich in der Nähe des Stalls in Hebra aufhalten. Aber der waren wir. Caesar, da waren wir auch.
Bei dir noch nicht? Mhm. Wo ist in der Wüste hin? Ist die weg? Also, es gab eine in der Wüste. Ich habe sie besorgt, und nachdem ich nun die Pläne des Ensembles kenne, bin ich zuversichtlich. Eine bessere. Ja, mal gucken, was ich kann. Die gehen sowieso nicht. Okay. Gebühr, die Anfangsgebühr, die geht aber. Topaz, Sternsplitter. Da verstehe ich auch nicht, ey. Beim Schattengewand braucht sie Topaz, beim Zeitgewand braucht sie Bernstein. Zwar relativ viel, aber trotzdem. Natürlich noch Sternsplitter dazu, wa? Gut, ich muss auf wieder farmen gehen. Yikes. Der Schleimgelee, mhm. Mach doch eher mal die einfachen Dinge, wa? Die Hylio-Hose! Ein Set-Bonus. Hm. Die Kraft der Fee reicht nicht aus. So, so. Hm. Da muss ich glaube zu anderen Feen. Deswegen gibt es so viele. Noch etwas? Mhm. Ja, aber eben die Dinger machen ein anderes Mal, weil Bernstein braucht so viel Opal. Sieh mal, wie viel Wert die eigentlich haben. Also ein Topaz, das wertvollsten ist, dann Opal, Bernstein. Ja gut, Dinger werden wir später machen. Und das Hylia-Gewand, da ist dem auch nicht so schlecht. Wunderschön. Nee, passt erstmal. Pass auf die Schar auf. Mach ich, danke. So viel dazu, kommen ziehe ich die wieder an, weil ich jetzt ein bisschen mehr Defense drauf habe. Passt also. Sehr schön. 15 Defense insgesamt. Fühlen wir schon ein bisschen sicherer, muss ich zugeben. Also. Wir haben das gemacht, das heißt, Markierung hier kann weg. Ich habe dazu noch Ringo. Dazu später mehr. Wir haben hier noch Schreine. Mhm. Holen wir uns die mal. Also Plan ist jetzt, dass ich noch zwei Schreine hole. Dann würden wir zum Spähposten gehen, zum gucken, was da los ist. Und dann würde ich aber auch, also im Spähposten auch wegen mehr Ausdauer. Natürlich. Dann würde ich gerne im Spähposten ein bisschen was gemacht haben, also auch geregelt haben, ob es irgendwelche neue Sidequests so gibt. Und ein paar Tränke gemacht haben und so. Würde ich gerne die restlichen Türme noch machen und dabei eben ein paar Geoglyphen. Geoglyphe, da ist bereits eine, aber die haben wir ja schon. Ich will daher hier hin, hier, wo ja offenbar direkt auch ein Zugang ist, was zum Jasma. Also Untergrund besser gesagt, Entschuldigung. Da finde ich irgendwie noch spannend und interessant. Da war ich garantiert schon. Jo. Weil ich eben irgendwie mal die Vermutung hatte und mittlerweile vielleicht sogar bestätigt ist, dass wir eigentlich an jeder Stelle, was eine Oberfläche einen Schrein hat, also nur Oberfläche, nicht Himmel, was eine Oberfläche einen Schrein hat, müssen im Untergrund eine Wurzel geben. Was natürlich überall so ist, also es kann vielleicht sein, dass es an Stellen, dass Oberfläche einen Schrein hat, dass es dann Untergrund keine Wurzel hat. Aber ich glaube, überall, wo es eine Wurzel hat im Untergrund, hat es auch einen Schrein an Oberfläche. So. Da unten ist auch das Miasma-Ding. Ich behaupte, der Schrein hier ist in der Nähe.
Sehe ich ihn? Fliege ich gerade darauf hin. Also darauf zu, logischerweise. Ich habe ihn noch damals hier markiert. Hey, fliege ich hier gerade falsch? Ah ne, dort! Hey, wieso haben wir den zuerst nicht gesehen? Okay, das ist natürlich nachher, wenn sie in den Untergrund gehen, natürlich sehr praktisch. Wenn man so nah an einen Zugang bereits oder so ein Stein haben, okay, oder Wurzel besser gesagt. Dann mal rein in die gute Stube. Du, 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 du. Transportart. Oh, ja, länger dauert, wa? Ist klar, da muss die Kugel hin. Ich muss sie von da irgendwie holen. Da haben wir noch eine Truhe. Okay, die Kugel ist da oben, sehe ich jetzt auch schon. Na dann. Eine Treppe nach oben. Wo könnte man? Aber das geht schneller. Okay, passt. Warum mache ich hier Stäbe? Warum ist das hier wichtig? Fällt die Kugel hier drunter? Also durch oder was? Ja. Okay, also ja. Okay. Nein, nicht so. So ist schon besser. Und dann kommt das einfach oberhalb der Kugel drauf. Am besten mittig, wenn es geht. Oh, sieht so schlecht aus. Die Schwerkraft, die sowieso alles nach unten zieht, müssen also trotzdem nach unten rollen. So, nehmen wir an, hier habe ich ein ähnliches Problem, wa? Ja, wobei ich natürlich nur ein so ein Ding habe, das heißt, ich muss hier ein bisschen tricksen um die Kugel. Wobei das hier gar nicht so schlecht aussieht eigentlich. Also noch breiter bauen, wa? Ja. Okay, dann ja, okay. Soll ich jetzt hier? So ein Ding schon mal ausprobieren oder was? so sehe ich aus. Hm.
Sieht zwar auch sehr wackelig aus, das Ganze. Aber wie gesagt, ich kann es mal testen, ob es so theoretisch funktionieren würde. Vor allem, wenn ich eine Kugel verliere, ob sie da wieder rauskommt. Ja. Alter. Okay. Trotz allem eine ulzige Angelegenheit. Ein Konstruktbogen. Mehr Haltbarkeit, aber halt trotzdem mega schwach. Ne, vergiss es. Nein! Link wollte nicht das machen, was ich wollte. Ich glaub's nicht. Jetzt verliere ich wieder ein extra Herzen wegen der Scheiße. Ja gut, ich wollte eigentlich vor allem die extra Herzen haben wegen dem Ding. Wegen der Ausdauer. Das extra Ausdauer eigentlich. Dann machen wir es kurz anders. Und das eigentlich nur aus dem Grund. So, damit zumindest die Truhe offen ist. Gut, hier ist wieder alles da. Sehr gut. So, ich brauche jetzt mein Konstrukt. Ich will. Ja. Das ist relativ klar, was ich bauen muss. Oder Gedenke zu bauen, besser gesagt. Und zwar ein in sich geschlossenes System. Hä? Kann ich gar nicht weg? Auf der Seite ist sogar fest dran. Okay, krass. Nein, Alter, kann ich bitte mal richtig schön dran sitzen. Ich krieg mal die Krise, ey. Na komm, leck mich. Will ich nicht so funktionieren, wie ich es gerne hätte. Vielleicht sollte ich erstmal die Kugel platzieren. Okay. Platz hätte sie schon mal. Das finde ich sehr, sehr gut. Die Dinger müssen um die Ecke. Das heißt, den da oben muss ich eh wieder entfernen. Zack. Den muss ich mal nach hier rüber. Thank you.
Nicht so, wie ich das will, Bro. Nicht so, wie ich das will. Immer noch nicht, Bro. Immer noch nicht. Mann! Wieso willst du dich unbedingt da oben positionieren? Was ist los mit dir? Was ist da unten? Trotzdem wieder da. Moment. Die Sachen sind gar nicht lang. Gar nicht gleich lang, kann das sein? Oh, leg mich her. Das Konstrukt soll... Okay. Gut, was natürlich ein Fakt ist, ich muss das Teil irgendwie reinbringen. So zum Beispiel. Das muss eh ein Spalt offen sein. Da hätte ich irgendwie sowieso falsch gemacht. Wenn wir ehrlich sind. Ich mach's glaube lieber von oben. Huch. So. Endlich geschafft, ey. Junge, Junge. Ein Segenslicht. Gibt es noch ein extra Herz dazu? Glaub nicht, wa? Nee, weil die Ruhe sind ja schon voll. Das war irgendwie sowas von klar. Okay, dann von hier aus würde ich sagen, wir sind zwar jetzt bei 8, aber kann jetzt für die Folge, kann ich glaube nochmal einen 9. nachschieben. So, heißt hier wird es wohl keine mehr haben. Hier unten müssen wir einen haben, wa? Wieder hinfliegen? Ich würde sagen, ja. Ich glaube, ich erinnere mich sogar, da war doch derjenige, den ich irgendwie, als er damals nicht mit dem Pferd, sondern irgendwie mit so einem seltsamen Vehikel rumgefahren bin. Das war noch, als wir das Gefühl hatten, ja, vielleicht machen wir noch die Knochenpferd-Quest dazu. Warte mal, Norden, ich will jetzt nach Süden, wa? So ungefähr? Nee, natürlich falsch. Andererseits habe ich eine Himmelsinsel, da kann ich ganz kurz Luft schnappen.
War ich noch nie? Doch, 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 doch. Naja, war gerade verwirrt. Noch mehr als sonst, aber war verwirrt. So, Funkelfrucht. Funkel, Funkel, kleiner Stern. Ja, darunter stimmt. Bin zwar jetzt nicht so weit gekommen, wie ich eigentlich wollte, aber scheiß drauf. Das Ding haben wir auch schon gemacht, genau. Also recht künftig, wenn ich irgendwo hin will, vor allem für einen Schrein, statt dass ich mich die Türme konzentriere, eher halt direkt gucke, wo ich oben eine Himmelsinsel habe. Das ist auch die Frage, soll man uns mehr auf die Himmelsinsel konzentrieren für die Schreine? Also eher, damit ich halt dort oben relativ schnell Teleporterpunkt habe und wieder runter segeln kann. Da vorne schon mal richtig. Könnte stimmen, wa? Ja, ja, da vorne müsste es irgendwo sein. Ich sehe ihn! Direkt vor uns! Auch noch nie, wa? Hm. Ich bestimmt vor allem Crocs. Was auch sonst. Oh, hallo Vogel. Hallo Vögel, besser gesagt. Sonapano-Schrein. Und rein da. So, haben wir uns zumindest schon mal um die Schreine gekümmert, die ich noch markiert hatte. Das heißt, dann irgendwann in den nächsten Folgen bei Gelegenheit, sobald ich halt die Türme, also die restlichen noch gemacht habe, machen wir einfach mal obskön auf die Suche nach den Schreinen und markieren einfach mal auf der Karte und dann können wir die nach und nach machen. Fehlender Pfad. Hä, wieso fehlender Pfad? Nachher wieder hier rauszukommen, weil ich kann die nur von links nach rechts schieben. Mir geht ja nichts. Truhe selbst packen geht ja auch nicht, leider. Okay. Ist hier drüben noch? Noch so einen. Ja gut, was bringt mir der? Der hat so eine hübsche Markierung, bringt mir aber sonst auch nichts. Was soll mit der Rene nie draufkommen? Pfeile kann man immer gebrauchen. Ich glaube,
Rank aktuell? 140, oder? Oh, das ist eine schöne Zahl. Die nehme ich so. So. Doppelt den Boden! Zack! Oha! Jetzt ist es lustig. Wohl eigentlich sind wir klar. Hier absaufen wäre auch doof, wa? So. Ich weiß nicht, ob das reicht von der Höhe her. Das würde mich jetzt ein bisschen wundern. Aber nach dem Deckensprung ist es jetzt nicht so weit nach oben kommen. Vielleicht können wir die anderen Dinger von da unten noch holen. Na, ne, geht auch so. Okay. Und wieder eins der einfacheren und schnelleren. Ching, ching. Wir müssen dienstlich dir Kraft schenken. Ja, das hoffe ich doch auch. Neun Stück. Ja, komm, ist was? Mache doch echt so, ich hole mir zweimal Upgrades für die Ausdauer. Weil wir die, wie wir gesehen haben, wirklich sehr gut gebrauchen können. Da kann der Stempel hier weg. Und dann die nächsten, die ich eigentlich gerne holen würde. Die nächsten Schreine und so, die würde ich dann vor allem auf Herzen machen. Vielleicht sogar bis aufs Maximum, na, Maximum nicht ganze Herzen, aber sicher so. Wenn wir sagen, erste Ziele sind von so 15 Herzen und so, wa? Das Maximum wäre 30, das heißt 15 wäre so die Hälfte. Bin ja ganz nett. Wir haben jetzt aktuell 3, 6, 9. Es gibt hier keine Herzteile mehr, sprich es sind wirklich 6 komplette Herzen. Außer mache ich noch einen Tempel dazwischen, aber das aktuell noch nicht vor, heißt 6 mal 4, 24 Schreine. Das hat ja wirklich verdammt viele Schreine hier. So, bevor ich mich in andere Dinge... Ist das Wappen da neu? Ist ein Ornis? Ja, cool. Plötzlich neue Leute hier. Ich will die Stelle. Okay. Da gibt es irgendwas zu besprechen. Hier haben wir plötzlich auch Kronen hier drin. Cool. Also tut es ein bisschen was, wa? Das heißt, da können wir uns in der nächsten Folge gerne mal angucken. Die Frage ist, ob das hier noch was tut oder Lattenschwer Bockling Klinge. Ich glaube, hier unten eher weniger, war bisher. Ja, obwohl. Das wird den Gang fragen. Ja, super. Danke ohne mich. Alter, was ist hier los? Okay. Also, Leute, nächste Folge machen wir Spähposten. Ich habe bitte Ausdauer. Du. Ich bin mir so dämlich vorgekommen, wenn ich die ganze Zeit so Miasma im Körper hätte. Und jedes Mal irgendwie so Aufgaben machen müsste, damit er da nur ein bisschen davon entweicht. Wobei, vielleicht ist das mit dem Entgiften ähnlich. Wenn wir so Entgiftungskur machen. Wenn man es sehen würde, man sieht es ja nicht, aber vielleicht würde das Gift dann ähnlich entweichen. Ausdauer. So, zwei komplette Dinger voll. Das ist doch schön. Bring der Welt im Frieden zurück. Jo, machen wir. Also dann, Freunde, sagen wir an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Tears of the Kingdom. Wenn wir hier ein bisschen umgucken genauer und danach sind eigentlich wirklich halt die Türme dran, ne? Die restlichen drei Stück noch fehlen. Extra Ausdauer und so, und natürlich ein bisschen kochen, ne? Müssen wir auch noch für extra Ausdauer, aber ich glaube, das könnte funktionieren.
Also ich hoffe zumindest. Bis dahin, ciao zusammen.